Geht das jetzt noch? Ja, es geht noch. Leute, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Millennium Duels. Nistro, soviel ich weiß, spielt er heroisch. Und das ist recht, ja, ich sag's mal scheiße. Also scheiße, es ist mühsam. Weil, ja, es hat voll auf Kampfkraft ausgelegt und so. Durch Effekte, aber, ja. Es kommt jetzt halt immer ein bisschen drauf an. Ich kann ihm das Ganze zerstören. Das Problem ist, dass er nur so für einen Zug so einen Boost. Ah. Bär. Wow, Bär. Wow. Das ist immer eine Starthand. Wow, wow. Flip beschworen wurde. Ich nehme mal. Ja, Bär habe ich jetzt schon zweimal. Ich mach das hier. So, mal schauen, was der macht. Wow, ganz toll. Mhm. Super. Danke dir vielmals. Okay, er hat eher Zauber als was anderes. Kann ich jetzt einen von eine offene Karte. LOL. Eine offene Karte. Er hat ja keine offene Karte. Wieso kann ich die dann. Aha, da gibt's einfach den Boost. Hm. Darauf bin ich, glaube ich, schon mal reingefallen. Jetzt kann ich den Flip beschwören. Aha. Ja, möchte ich. Jetzt kann ich noch eine Zauberkarte. Und dann nehme ich nämlich diese. Und ich aktiviere die gleich. Jetzt hat er auch 100 Angriffspunkte. Dann aktiviere ich, glaube ich, noch Tanky und hole mir noch was auf die Hand. Aber ich muss zuerst. Okay, nein, nicht. Nein, nicht unbedingt. Nein, die aktiviere ich, glaube ich, noch nicht. Mit 3 oder 6. Genau hier. Okay, das ist scheiße. Und das kann die. Das Stufe 5 oder höher. Muss ich eigentlich auch nicht. Okay, das ist cool. Das ist eine coole Karte. Ja. Ich mache jetzt hier. Boah, sein Maimin. Könnte ich safe spielen, aber das mache ich jetzt mal nicht. Ich spiele mal das Potenzial des Feuerdings hier Zeugs davon aus. Vollem Angriff hier. Na, ja, möchte ich. Feuerfenstermonster. Dein Deck. Na schon. So, dann hätten wir das. Jetzt machen wir nämlich noch den Bär. Und den aktiviere ich. Nicht. Jetzt habe ich mal mit dem Stärkeren zuerst an. Passiert schon mal nichts, noch nichts. Und jetzt aktiviert er auch noch nichts, okay? Dann werden wir wohl mal die Tanky setzen, weil denn ich weiß, dass ich hier noch einen auf der Hand habe. So. Soll erstmal genügen.
Und dann was in deinem. Du darfst das keine Masse kontinuieren. Okay. Was will ich jetzt dagegen machen, ne? In Phase 1. Okay, jetzt opfert den. Okay, alles klar. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Hammer rausschmeißer. Falls diese Karte ein Monster deines Gegners angreift, solange du keine. Oh. Ist ja aber der Fall. Läuft. Zum Glück. Ja, es hat er 2-7. Jetzt ist sein tot. Okay. Nice. Ja, da hat er gut gekontert. Gratuliere. Okay, ich kann den aus dem Friedhof holen. Und weil es so schön war, machen wir noch einen Bär. Aber zuerst will ich eben was anderes kurz. Ich will mit Tanky, will ich was holen? Ja. Frage ist was? Mache ich den? Ich kann den. Ah, ich habe den Bär, da kann ich sowieso zerstören. Und ich kann zweimal pro Spielzug. Und ich habe den Bär jetzt noch verloren. Das heißt. Genau. Also das heißt jetzt, ich kann den Bär spielen. Die Tanky zerstören. Und ihm das Monster zerstören. Genau, wähle die zu zerstörende Karte. Nehme ich die. Dann beschwöre ich das hier noch. Aktiviere den Effekt. Kommt nochmal ein Bär. Hat doch keinen Effekt, aber hey, egal. Nehmen wir den. Auf jeden Fall mehr. Ja, aktivieren. Ja, jetzt wird's langsam scheiße. Also scheiße. Nehme jetzt die noch. Und jetzt aktiviere sie noch. Und die. Ich nehme mal die da. Die darf ich nicht aktivieren. Weil ich will nicht, dass er die aktiviert. Wenn er jetzt nichts aktivieren kann, ist er eigentlich tot. Ja, will ich. Ja, okay. Da kann ich in die zweite Karte ja auch noch gerade sperren. Aber leider noch nicht jetzt, sondern erst in der Minifest 2. Okay, das war krasser Spielzug. Das war echt ziemlich heftig sogar. Wow, geil. Ich habe sogar eine Exit-Karte bekommen. Das ist ja mal übelst selten. Okay. Ja. Spieldaten. Ja. So, ja, guckt, ey, das ging jetzt ziemlich schnell, so eigentlich. Quattro. Gimmick. Keine Ahnung, wie das Deck funktioniert. Aber wir nehmen hier nochmal Firefest. Fenster raus, boah. Schauen. Wir schaffen es, glaube ich, wieder mal zwei in einem Parter. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Los geht's. Also Spezialbeschwörung muss ich eigentlich keine machen. Und dann mache ich noch den. Da nehme ich den Bär auf die Hand. Den nicht. Und ja, der wäre auch nicht schlecht, hä? Aber ich nehme den Bär.
Ich habe halt zwar, wenn ich jetzt noch einen Vierer auf der Hand gehabt, dann hätte ich es ja, wahrscheinlich anders gemacht, aber so habe ich nicht so, keine Ahnung, nicht unbedingt die größte Möglichkeit dafür. Maschinenwesen, ja, der spielt, das ist eine harte Dingens, hat er da. Ja, dass er einen Achter hat. Ja, das ist ein Tanky. Aha. Okay, reißende Tribut, das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Jetzt beschwöre ich den nicht. Das mache ich jetzt hundertprozentig nicht. Ich opfere ihn. Diese verdeckt zu spielen. Jetzt hoffe ich einfach, dass mein Plan irgendwie aufgeht. Also wenn er jetzt noch ein Monster spielt, dann... Scheiße. Dann ist mein Plan leider nicht so aufgegangen. Ich bin jetzt recht am Arsch, Leute. Die sperre ich ihm auch noch gleich. Okay, der muss durch Kampf zerstört worden sein. Ja, ich muss reißende Tribut machen, ne? Ja. Ja. Für meines eigenen halt, scheißegal. Diese. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich da durchkomme. Oh, ich Idiot. Jetzt hat er schon drei verdeckte Karten. Interessant, interessant. Dann hätte ich noch eins nachspielen können. Dann hätte ich ihm Kampfschaden machen können und... Ja. Scheiße. Ich habe natürlich wieder mal ein bisschen geschlafen. Ich nehme es mit Absicht den. Darf der Friedhof gelegt werden? Du kannst eine ver. Ja, aber bist du fast so keiner. Friedhof legen. Ziehe eine Karte. Das mache ich nicht. Wir haben hier Schaden von, Alter, 4200. Was ist das bitte, ey? Boah, das ballert ja übelst rein. Nein, die Missionsgefängnis. Scheiße. Natürlich gegen den Bär. Alles klar. Soll ich jetzt noch eine Karte ziehen? Nein. Ich glaube, wenn ich die zwei nicht blockiert hätte, dann wird es schon recht scheiße für mich aussehen. Habe ich recht? Du kannst deine Vollformation. Ja. Weil ich die Angst habe, dass es nochmal so ein Scheißding in sich. Nein. Na, das wäre Ruf der Gejagten gewesen, ne? Genau, diese will ich. Nö. Sind das? So, das sind 4000. Scheiße, das reicht nicht. Oh, schade eigentlich. Ah.
Das bringt's nicht. Schade. Fast. Ja, den Fehler hat er doch gemacht, weil er am Anfang so viel abgeworfen hat. Was auch immer das alles gewesen ist. Nö. Ja. So. Bäm. Geile Scheiße. Schön. Schon wieder? So. So. Jetzt machen wir sogar noch den dritten, hä? Quinton. Das wird wahrscheinlich eher scheiße sein, aber ich nehme Sternzeichen. Das wird niemals wahrscheinlich so einfach werden. Quinton. Keine Ahnung, wie der spielt. Oder was der spielt. Ich hab keinen blassen Schimmer. Weil ich den Anime schon lange, lange nicht mehr mitverfolge. Ja. Okay. In den Discord. Okay, das ist noch ein mühsamer. Während des Spiels genommen diese Karte aktiviert, falls ein Master ist. Gegen das Gegner ein Sternzeichen gekämpft und das Gegner ist nicht zerstört wird. Haha. Ist wieder toll, oder? Ich mach's jetzt aber trotzdem mal. Weil das ist so wie die Fallenkarte ist Honest. Oh, schade. Sonst wäre der jetzt schon draufgegangen. Schade eigentlich. Okay. Das ist schon mal nicht scheiße. Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Bisschen froh bin ich jetzt schon. Ja, schön wär's. Aber ich muss hier eigentlich, also ja, ich will es nicht hier so stressen, aber ich habe so das, die blöde Vorahnung, dass der noch ein bisschen mehr drauf hat als das. Ja. Ja. Sowas meine ich zum Beispiel. Jetzt ein bisschen Zeit schinden, oder? Wie man es natürlich gerne hätte. Ein Spezialbeschwörung mehr in diesem Zug. Boah, Weiler. Dann nehme ich Weiler. Aus einem sehr, sehr, sehr bestimmten Grund. Nur Barbeschwörung mehr zu kannten. Die wäre zwar auch nicht schlecht, aber ich nehme die. Weil ich kann jetzt die drei Züge eh nichts machen. Von deiner Hand oder Friedhof. Okay. Ich hoffe jetzt nur, das funktioniert so, wie ich denke. Ah, ich kann keine Spezialbeschwörung mehr machen. Ha, stimmt. Ha. So. Ja, das sieht doch geil, oder? Oh, ein Sucher. Ein Barbeschwörung wird. Cool. Ja, wir nehmen doch auf die Hand.
Nehmen wir schon den, oder? Nicht den. Das heißt eigentlich, ich könnte dir. Okay, nein, ich kann im nächsten Zug eigentlich ihm diese auf die Hand zurückgeben. Das Problem bei der Sache ist ein bisschen die von deiner Hand oder deinem Friedhof. Hätte ja 5. Was mache ich jetzt? Nein. So. Geht das jetzt noch? Ja, es geht noch. Geil. Ha! Kurz zurück ins Deck. Geil. Geiler Scheiß. Oh. So, Leute. Ich bin jetzt kurz zum Studieren, ob ich den fertig machen kann oder nicht. Aber, nee, ich glaube nicht. Weil... Außer... angreift oder angegriffen wird. Sternzeichen? Und das ist schon auch Sternzeichen, oder? Also eigentlich kann ich... Wartet mal kurz. Ich muss... Okay, nein, es geht nicht. Es geht schon mal nicht. Aber ich kann ihm recht viel Schaden machen. Ich hätte jetzt diese vorher spielen sollen, weil dann hätte ich... Okay, nein, nicht unbedingt. Aber ich spiele jetzt den mal sicherlich. Den auch. Das würde eigentlich reichen. Oder? Das wären eigentlich 3-3-3. Das wären 5, ja, 6000. Aber... ich muss jetzt... die zwei Schwächsten. Das heißt, diese zwei. Das sind das 2-5, 3-5. Es geht um 100, geht's nicht. Schade eigentlich. Ah, das Problem hatten wir schon mal. Das kann ich lösen. Höher seine Stufe meins. Höher seine Stufe meins. Ich hoffe nur, es funktioniert. Stärkere. Zurück auf die Hand. Wir sind jetzt bei wie viel Schaden? 3,5. Es gibt 4-3, 5-3. Und jetzt kann ich noch mit dem kommen. Hey, das ist... keine Ahnung, das macht irgendwie noch voll viel aus. Ich will jetzt nichts sagen, aber... das wisst ihr, was der Witz daran ist? Jetzt kommt Spiegelkraft. Ey! Ich bin noch... ey, das ist so ein Scheiß, Alter. Das ist so typisch. Aber nein, immerhin habe ich Exil wiedergebaut. Naja, wäre immerhin tot gewesen. Och, mein Herz hat alle... tut immer ein bisschen an den Ohren mehr. Dein Gegner hat einen. Und jetzt gewinnt er höchstwahrscheinlich, will ich es mal sagen. Was diese Karte als Tribut anbieten für deine Hand? Ja. Läuft-Effekte Karte aktivieren? Nein, noch nicht. Ja, jetzt wahrscheinlich schon.
Nicht vergessen, ich habe hier noch einen Weiler auf der Hand. Mache ich das oder das? Weil hier kann ich irgendeine Karte zurück auf die Hand geben. Aber ich mache den. Wer ist stärker? Egal, was er für eine Karte verdeckt spielt. Ja, ich weiß, Spielkraft ist hier, glaube ich, halb limitiert. Ja. Ja, das ist jetzt halt schon ein bisschen scheiße. Aber wisst ihr, was ich jetzt... Okay, nein, das bringt mir nicht viel. Ich kann es ihm schon auf die Hand zurückgeben. Bis zu zweimal pro Spielzug. Ja, was mache ich jetzt? Ich kann das eben nur einmal machen. Aber ich muss es machen. Weil ich kann schlecht riskieren. Und die muss ich auch gerade spielen. Weil ich kann es nicht riskieren, dass ich im nächsten Zug nicht etwas ziehe, wo ich nicht mit Spezialbeschwörungen nachdoppeln kann. Und das ist dann... Scheiße. Okay, was gibt es jetzt? Okay, ich hätte jetzt einen gezogen, hä, zum Beispiel. Jetzt gibt das 5200. Es gibt kein Monster, das spezial beschworen werden kann. Das stimmt so bis jetzt. Also wenn der hier jetzt mit irgendwas gekommen wäre, ich wäre voll am Arsch gewesen, gell? Jetzt habe ich kurz noch studiert, ja, kann ich denn nicht auch den Vierer holen, der 1000 mehr gibt. Das Problem, ich muss verrätische Schwerter zuerst auf die Hand zurückgeben. Ist halt ein bisschen blöd, oder? Hier hat man nichts zum Zerstören von Zauberfallen. Und ich weiß nicht, ob der Trick funktioniert. Effekt der Karte aktiv. Ja. Den. Hier. Ja, ob das dann die verräterischen Schwerter auch betrifft. Ich weiß nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich wisst. Keinen blassen Schimmer da. Weiß nicht, ob man da das irgendwie umgehen könnte. Das wäre cool, aber ich weiß es auch nicht. Ja, Effekt aktivieren. Yes! Wir haben es geschafft. Geil. Ach, Glück gehabt. Ich dachte schon, ich verliere noch. Wegen dem Scheiß. Wegen der blöden Spiegelkraft. Ich hätte eigentlich verlieren müssen. Also Spielfehler, ja oder nein. Ich meine, es hätte alles sein können. So, und dann kommt noch Astralö. Exis heißt das Deck. Oh, ist wieder typisch, oder? Naja. Ja, war ein bisschen länger Part. Dafür haben wir gerade drei hintereinander gemacht. Immerhin. Ja, Leute, das war's auch wieder mit diesem Part. Bis zum nächsten Mal, Boys und Girls. Ja, tschüss zusammen, euer Impact Rider.